Syncfing ist ein Synchronisationsprogramm, das auf so gut wie allen Plattformen verwendet werden kann. Syncfing ist in der Lage, Dateien datenschutzfreundlich zwischen mehreren Geräten zu synchronisieren. Syncfing hat aber ein kleines Problem. Und zwar gibt es ein paar Features, die betriebssystemspezifisch sind. Zum Beispiel, wie organisiere ich den Autostart? Dafür bietet Syncfing keine Lösung. Es gibt aber eine Lösung von mir in dem Video. Los geht's nach dem Intro. Ich muss jetzt ein bisschen unterscheiden für Nutzer, die Syncfing schon nutzen und Nutzer, die mit Syncfing neu anfangen. Ich möchte auch zeigen, wie man umsteigen kann von dem Programm SyncTracer zu dem Programm SyncFingTray. Aber erstmal von vorne. Um was geht's hier überhaupt? Syncfing, wenn man die jetzt hier runterladen würde, für Windows zum Beispiel, ich klicke einmal drauf, dann würde ich da tatsächlich nur eine Exe-Datei bekommen und dann müsste ich mich darum kümmern, wie die zum Beispiel bei Windows in den Autostart gelegt wird. Dann habe ich immer noch nicht die Möglichkeit, hier unten bei meinen Icons zu sehen, ob die Synchronisation läuft oder ob es ein Problem gibt und ich bekomme auch keine Benachrichtigung. Dafür gibt es sogenannte Wrapper oder Launcher, wie man auch immer das nennen möchte. Und wenn ich mal hier auf der Download-Seite von Syncfing nach oben scrolle, dann sehe ich hier Community Contributions Page. Und da gehe ich drauf und zwei Sachen interessieren mich hier vor allem. Einmal Syncfing Tray, da mache ich einen Tab auf hier oben. Und SyncTracer für Windows. Ich habe lange SyncTracer verwendet und das ist aber jetzt in die Jahre gekommen, nämlich 2021 wurde hier das letzte Update bereitgestellt. Die gute Nachricht ist, der Umstieg auf Syncfing Tray ist relativ einfach. Wenn ich nämlich mal bei Syncfing Tray gucke, dann wird da aktiv noch entwickelt. Für die alten User, ich installiere mir jetzt als erstes mal SyncTracer. Wir schauen uns an, wie wir dann umsteigen können auf Syncfing Tray und dann holen wir die neuen Nutzer auch wieder ins Boot. Aber die können jetzt erstmal überspringen, die müssen ja jetzt nicht wissen, wie der Umzug funktioniert. Ich habe mir jetzt hier also nochmal SyncTracer installiert und wir legen einfach mal einen neuen Ordner an, damit wir sehen, ob die Konfiguration nachher dann auch übernommen wird. So, ich speichere das Ganze und meine Identification fängt hier mit THG an, das merken wir uns mal. So, wir haben jetzt also unsere alte SyncTracer-Version hier und wollen das Ganze ablösen. Wichtig ist, das sind ja zwei verschiedene Dinge. SyncFing ist nicht SyncTracer und auch umgekehrt. Deshalb kann ich SyncTracer eigentlich in der Regel problemlos deinstallieren. Trotzdem will ich euch natürlich zeigen, wo euer Ordner liegt, wo die ganzen Sachen gespeichert sind. Und das ist in diesem Pfad hier. App Data Local. Also hier ist mein Benutzername Heinz, heiße ich hier bei Windows. Danach kommt App Data und dann Local. Und hier finde ich den Ordner SyncFing. Wenn ich hier mal F5 drücke, dann finde ich den auch. Genau, hier ist er. Ihr seht schon, ich habe hier rumgespielt, aber das ist mein Ordner, in dem die Dateien drin liegen. Da ist meine Config.xml drin. Wenn ich die mal mit Notepad bearbeite, dann soll ich hier auch meine Device-ID sehen. Und wenn ich hier ein bisschen runterscrolle, sind da auch normalerweise meine Ordner drin versteckt. Genau, also hier ist mein Ordner drin, den ich gerade angelegt habe, mit allen Einstellungen, die der halt so hat. Und das möchte ich ja am liebsten mitnehmen. Also, was wäre mein erster Tipp? Bevor ich jetzt hier irgendwas anfasse, auch wenn man es nicht unbedingt braucht, hier ein kleines Backup machen. Geht ganz einfach, Rechtsklick, kopiere mir den. Warum sind jetzt die da unten geladen? Ich werde wahnsinnig mit Windows 11. Also ich kopiere mir jetzt einfach den Ordner. Da, hier habe ich eine Logdatei, die kann ich einmal überspringen. Das soll uns nicht weiter stören. Auf jeden Fall habe ich dann erstmal hier alles drin, was ich brauche, falls irgendwas schief gehen sollte. Jetzt will ich ja weg von SyncTracer und damit ich davon wegkomme, würde ich vorschlagen, wir deinstallieren das. Das geht, wenn ich hier unten SyncTracer auch wirklich beende. Und ich benutze immer Winget zum Deinstallieren. Ihr dürft natürlich einfach über Windows deinstallieren. Tracer. Und dann wird eine klassische Deinstallation durchgeführt. So. Und dann ist da auch nichts mehr von da, außer noch die Setup-Exe. Jetzt holen wir unsere Neuankömmlinge auch wieder mit an Bord. Also wenn ihr SyncFing jetzt auf Windows das erste Mal einrichtet, ist das Vorgehen jetzt fast identisch wie beim Umzug. Ist aber wichtig, dass ihr mir jetzt ein bisschen folgt, denn natürlich könnte ich jetzt hier auch auf die GitHub-Seite gehen und SyncFing Tray einfach runterladen. Das würde ich aber nicht empfehlen, ich würde hier Winget benutzen für die Installation. Winget sollte bei Windows 11 mittlerweile vorinstalliert sein und hier kann ich dann einfach eingeben Winget Install. Naja, ich zeige es nochmal von vorne, Entschuldigung, ich bin ein bisschen zu schnell. Also hier unten, Windows-Logo, Rechtsklick,
Terminal als Administrator ausführen, einmal mit Ja bestätigen und hier dann eingeben winget install syncfingtray und das mit Enter einmal bestätigen. So, jetzt ist es schon installiert, das war Echtzeit, ich habe hier nichts geschnitten oder so. Und was hier steht, ist auch wichtig, man muss hier die Befehlszeile nochmal neu öffnen. Das kann ich hier oben mit einem neuen Tab machen und dann ist die Befehlszeile auch neu geöffnet. Hier gebe ich jetzt einen Syncfing und drücke mal Tab für die Autovervollständigung und einmal Enter. Hier ziehe ich das Ganze jetzt einmal groß und hier wähle ich dann aus Starte geführte Einrichtung. Und jetzt kann ich hier wählen, ob ich die eingebaute Version von syncfingtray nutzen will, also die eingebaute syncfing-Version, weil wie gesagt, das ist ja nur eine Exe-Datei und die würde ich jetzt auch nutzen wollen. Deshalb gehe ich hier auf Weiter. Ich wähle hier auch aus, dass der Autostart aktiviert wird. Das ist ja im Prinzip eine der wichtigsten Funktionen hier. Nochmal auf Weiter und gehe auf Anwenden. Und was ich sehe hier, diese Identifikation ist ja immer noch die gleiche. Deshalb kann ich hier das Ganze einmal abschließen. Hier unten rechts habe ich jetzt meinen Knubbel für Syncfing. Ich gehe hier einmal rechts auf die Taskleisteneinstellungen. Gehe hier auf andere Taskleisten-Symbole und blende mir das schon mal hier dauerhaft ein. Dann habe ich es immer hier unten. Und hier sehe ich auch schon meinen Ordner UsefulWid, den ich mir vorhin hinzugefügt habe, damit wir auch kontrollieren können, ob alles übernommen wurde. Und ja, der Umzug ist uns jetzt geglückt. Ich habe also den Autostart jetzt wieder aktiviert und kann meinen Syncfing ganz normal benutzen. Ich muss mich jetzt hier nur an diese neue Oberfläche gewöhnen. Und wenn ich die komplette Übersicht haben will, dann klicke ich hier einmal auf dieses Syncfing-Logo und dann startet das Ganze im Browser. Vorher hatte man das halt im Synctracer, das fand ich etwas eleganter, aber hier geht es halt leider nur so. Wenn jetzt irgendwas schiefgegangen sein sollte bei dem Umzug, dann hat man ja immer noch die gesicherte Datei hier unter Dokumente und kann das halt unter AppData wieder zurückkopieren. Wenn man das jetzt als neuer User quasi gemacht hat und der Anleitung hier gefolgt ist, dann hat man hier eine ganz neue Konfiguration, also nicht den alten Ordner, weil wenn ihr es neu nutzt, dann ist es halt alles neu. Aber im Prinzip könnt ihr jetzt Syncfing benutzen, so wie es gedacht ist. Es wird halt jetzt mit Windows gestartet und die Einrichtung kann man hier am besten im Browser durchführen. An der Stelle danke ich euch nicht nur fürs Zuschauen, sondern ich danke natürlich auch den Autoren von Syncfing, denn das Tool benutze ich wirklich viele Jahre und auch natürlich dem Entwickler von Syncfingtray, denn ich bin froh, dass es hier eine gute Lösung für Windows gibt.